Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute einige ganz, ganz wunderschöne Produkte aus dem neuen Katalog vorstellen, nämlich meine ganze Bestellung. Ich zeige euch da ganz viel, ich habe wirklich viel bestellt und ich bin total begeistert von den schönen neuen Sachen. Und ich wollte euch aber vorab, bevor ich das Video quasi mit den neuen Produkten starte, noch kurz ein paar neue Infos geben, denn im Juni gibt es ein paar Neuigkeiten, nicht nur, dass der neue Katalog jetzt endlich gültig ist und wir daraus bestellen können. Also der ist jetzt vom 3. Juni 2020 bis 3. Mai 2021 gültig. Es gibt aber auch zwei ganz tolle Angebote, die ich euch kurz vorstellen möchte. Und nur zum Katalogversand noch kurz, falls ihr noch keinen Demonstrator habt und gerne den Katalog bei mir anfordern wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ich habe hier oben auf meiner Webseite, die verlinke ich euch hier, www.babsis-bastelwerkstatt.de, habe ich für euch eine Katalogseite eingerichtet und da könnt ihr sehen, wie ihr an die Kataloge kommt. Also ihr könnt euch die dort jederzeit kostenlos downloaden. Ihr könnt die auch anfordern gegen eine kleine Kataloggebühr, eine Katalogschutzgebühr von 5 Euro. Diese 5 Euro werden euch aber dann bei der ersten Bestellung gleich wieder als Gutschrift verrechnet. Oder ihr könnt auch einfach bei eurer ersten Bestellung den Katalog mit anfordern. Genau, aber alle Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite. Schaut da wie gesagt gerne mal vorbei. Und dann gibt es eben jetzt im Juni noch zwei tolle Angebote. Ich habe mir da so einen kleinen Spicker geschrieben. Einmal bekommt ihr ja, die eine Aktion ist eher so für die Besteller. Also wenn ihr mal eine größere Bestellung aufgeben möchtet, dann habt ihr da jetzt ganz tolle Vorteile. Man bekommt ja immer, also das ist ja nicht nur jetzt im Juni so, sondern immer, verschiedene Shopping-Vorteile. Die staffeln sich ein bisschen. Ich suche mir mal schnell die Seite her. Ihr seht es hier oben. Ab einem Bestellwert von 200 Euro gibt es Shopping-Vorteile und je nach Bestellhöhe staffelt sich das immer ein bisschen nach oben. Also bei 200 Euro sind es 10%, ab 375 Euro 12%, ab 550 Euro 14% und ein Artikel zum halben Preis. Und ab 725 Euro sind 16% und auch immer noch dieser eine Artikel zum halben Preis. Genau, das sind die normalen Shopping-Vorteile, die gibt es immer das ganze Jahr. Und jetzt im Juni gibt es eben die Sonderaktion, dass man ab einem Bestellwert von 275 Euro nochmal 27 Euro dazu bekommt. Man muss da keine Party ausrichten, sondern wenn man eine größere Bestellung hat, kann man das eben genauso nutzen. Da steht immer Shopping-Vorteil für Gastgeber, aber eigentlich ist es für jeden, der bestellt. Und zwar habt ihr dann eure normalen Shopping-Vorteile von 10%, das sind 27,50 Euro bei 275 Euro Bestellwert. Also bei 200 Euro wären es 20 Euro. Und bei 275 habt ihr dann eben die 10%, die es ab 200 Euro gibt, und die 27 Euro dazu. Dann haben wir 54,50 Euro Shopping-Vorteile. Da könnt ihr euch alles aus dem Katalog aussuchen, egal was es ist, und könnt euch das gratis zur Bestellung dazu nehmen. Und dann gibt es noch ein ganz tolles Einsteigerangebot. Man bekommt als Einsteiger, wenn man jetzt im Juni einsteigt, zusätzlich ein Produktpaket gratis. Zum Beispiel, es ist jetzt egal, was ihr euch aussucht, aber ein Produktpaket besteht meistens aus einem Stempelset und einer Stanze oder aus einem Stempelset und Stanzformen. Ich halte euch jetzt einfach mal zwei Beispiele ins Bild. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, was euch gefällt, aber da könnt ihr euch eins gratis, egal welches aus dem Katalog, zusätzlich zu eurem ganz normalen Einsteigerangebot, also zum ganz normalen Starterpaket aussuchen. Alle Infos dazu verlinke ich euch auch hier oben. Ich habe auch schon ganz viele Videos dazu gedreht, wie man Demonstrator wird, mit vielen Fragen und Antworten und da könnt ihr gerne vorbeischauen. So, und jetzt geht's los! Ta-da-da-da! Ich bin so froh, ich freue mich so. Ich konnte es gar nicht erwarten, bis endlich mein Postbote da war und mir meine Pakete gebracht hat. Das waren nämlich auch zwei aufgeteilt. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was es Neues gibt. Und hier liegt schon die erste Produktreihe, die ich wunderschön finde und die habe ich mir echt komplett bestellt. Und die zeige ich euch jetzt erstmal ganz in Ruhe. Ich würde jetzt mal anfangen mit dem Stempelset. Also das Stempelset heißt Pfingstrosenpracht. Das ist ein Gummistempelset und es hat wunderschöne Sprüche. Ich möchte hier oben den Spruch ganz besonders hervorheben. Gesucht und gefunden, in Liebe verbunden. Ist natürlich ein wunderschöner Hochzeitsspruch. Mit dem ganzen Herzen bei dir, Freundschaft, es tut mir so leid für dich. Also eigentlich ist das sehr, sehr viel eingebaut in dieses wunderschöne Stempelset. Dann natürlich die Pfingstrosen, die sind einfach so toll. Ich freue mich immer, wenn die bei mir im Garten blühen. Sind jetzt schon fast verblüht. Und dann gibt es dazu eine ganz, ganz tolle, riesengroße Stanzformen-Paket, würde ich mal sagen. Also da sind wirklich total viele Stanzformen dabei. Und das Besondere an diesen Stanzformen ist, dass ein paar Stanzformen eine Zwischenstanzung machen.
wenn ihr das hier seht. Also ich habe hier eine Stanzform, die ganz normal außenrum ausstanzt und dann aber hier noch so einen Zwischenbereich hat, der zusätzlich ausstanzt. Und mit diesen Stanzformen kann man zum einen natürlich ganz viel aus dem Stempelset ausstanzen. Das zeige ich euch mal. Ich wollte auch sowieso noch einen kurzen Tipp geben. Ich zeige euch das jetzt kurz mal anhand des Katalogs. Ihr könnt immer sehen, wenn diese Stempelsets, wenn die abgebildet sind, wenn die so leicht blau hinterlegt sind, gibt es dazu eine Stanzform. Wenn sie gelblich hinterlegt sind, dann gibt es dazu eine Handstanze, also Stanzform als für die Big Shot, oder wenn sie gelblich hinterlegt sind, zum Beispiel ist hier der Wal gelblich hinterlegt, da gibt es eine Handstanze dazu. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch immer eigentlich sage und den ich auch ganz wertvoll finde. Und hier sieht man einmal, was man alles mit den Stanzen an Stempelabdrücken ausstanzen kann. Aber man hat ja, wie ihr seht, noch viel, viel mehr im Paket. Und da kann man zum Beispiel auch eine schöne Bordüre ausstanzen oder so eine total tolle Blüte. Ich habe das jetzt mal ausprobiert und ich habe es jetzt noch nicht zusammengeklebt, damit ich euch das zeigen kann. Ist mir da nur das kleine Teilchen in die Mitte. Seht ihr das? Also das ist so eine richtig tolle 3D-Blüte. Wie gesagt, es ist noch nichts geklebt. Mir fällt jetzt das Mittelteil immer aus. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie ich das gemacht habe. Ich lege mir jetzt nur kurz mal ein dunkles Papier drunter und zoome euch so ein bisschen näher hin, damit ihr das seht. Also ich habe mir hier alle Stanzformen ausgestanzt, die diese zweite Schnittkante haben. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Das sind jetzt hier 4 Stück. Und dann habe ich mir noch das kleine Blütenelement in der Mitte ausgestanzt. Und jetzt habe ich es einfach so gemacht, dass ich mir die Blüten, die kommen ja so flach aus der Maschine, immer diesen einen Bereich nach hinten geknickt habe und den anderen so nach vorne. Seht ihr das? Und so habe ich die einfach der Größe nach ineinander gesteckt. Also das eine nach hinten immer, das obere, und das andere untere nach vorne. Und dann könnt ihr euch die so ineinander stecken. Bei dem habe ich mir, fand ich das einfacher, wenn ich die zwei erst zusammenstecke, dass die so ineinander reingehen. Und dann die beiden zusammen in die ersten beiden größeren reinstecke. Und dann habt ihr hier eine total schöne Blüte, die unglaublich viel Dimension hat. Ich würde mir die auch noch ein bisschen über den Papierfalter falzen, dass die einfach noch ein bisschen mehr Form haben. Aber selbst so platt haben die jetzt schon eine tolle, super schöne Form. Also die Blüte ist wirklich ein Traum. Mit dem kleinen Blütenelement noch in der Mitte. Ich finde, die ist wunderschön. Und das kann man halt super schön auf eine Karte drauf machen. Und hat hier wirklich eine bombastische Blüte, würde ich sagen, oder? Ist echt toll. Dann zoome ich euch wieder ein bisschen raus. Also die beiden Sachen wollte ich euch unbedingt zeigen. Wie gesagt, ich muss es noch zusammenkleben. Aber da hat man ein wunderschönes Paket. Wäre auch ein Produktpaket, wo man als Einsteiger sich aussuchen könnte. Und hat da wirklich, glaube ich, eine enorme Vielfalt, was man damit alles anstellen kann. Dann ist in dieser Reihe noch ein wunderschönes Geschenkband in Granit dabei. Das schimmert auch so. Ich denke, das könnt ihr eigentlich auch ganz gut sehen, oder? Schimmert wunderschön. Was ich auch sehr toll finde, ich nehme nochmal mein graues Papier drunter, dass ihr das gut seht. Es gibt hier diese kleinen Zierdeckchen, die nennen sich quadratische Pergament-Zierdeckchen. Und die kann man zum Beispiel auch wunderschön zuschneiden, einfach mit der Schere. Dann könnt ihr ja zum Beispiel auch eine kreisrundere Form ausschneiden oder diese Blütenform hier so umrandet ausschneiden und einfach auch hinterlegen. Ihr könnt die natürlich auch so in diesem Format auf die Karte aufbringen, in den Hintergrund, und könnt da auch wirklich schön spielen. Das ist Pergamentpapier. Das kann man auch zum Beispiel bemalen mit den Blends. Und es ist wirklich schön. Und wie gesagt, man kann es zuschneiden und hat dann noch viel mehr Möglichkeiten. In dem Päckchen sind 24 Stück drinnen, die bekommt ihr ebenso geliefert. Das Band sieht man vielleicht, das schimmert wirklich sehr schön. Dann ist bei dieser Produktreihe noch dabei diese Glitzersteine, echte Eleganz nennen die sich. Packe ich euch auch mal schnell aus. Ich glaube, ich gehe doch noch mal ein bisschen näher hin. Hoffentlich wird es euch nicht schwindelig. So. Fürs Papier gehe ich dann wieder ein bisschen raus. Das zeige ich euch natürlich auch komplett. Bei mir fehlt hier tatsächlich ein Stein. Der ist nicht mal in der Verpackung, der ist wirklich nicht da. Aber die sind ganz, ganz toll. Also die funkeln so richtig schön. Seht ihr das? Auch in der Kamera kommt das jetzt ganz gut raus. Also die sind bombastisch schön. Und die ganz kleinen haben so ganz kleine, feine Glitzerpartikel. Mal schauen, ob ich das mit der Kamera einfangen kann. Und die anderen haben wirklich so faszinierte Schimmereffekte. Also die sind ganz, 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 ganz toll.
Und was dann noch dabei ist bei dieser Produktreihe, ist eine Prägeform. Ich würde die euch so zeigen. Ich mache mal die Folie weg, dass es nicht spiegelt. Aber ich glaube, ich zeige euch die lieber mit dem Bild vorne. Weil so, ja, man kann das schon ganz gut erkennen. Ich halte es euch mal so beides rein. Das hat wirklich so ein tolles Muster und nennt sich grazile Diamanten. Also auch eine tolle Prägeform dabei. Und jetzt kommt natürlich auch noch ein Highlight, das Papier nämlich. Das zeige ich euch jetzt auch mal schön. Ich jetzt noch mal ein bisschen raus mit der Kamera, dass ich alle drauf kriege. Ich habe sie euch jetzt schon sortiert, immer Vorder- und Rückseite zeige ich euch. Und die Farben sind einfach total meins. Also das Papier ist eins meiner Favoriten aus dem Hauptkatalog. Ich habe viele Favoriten, muss ich sagen. Mir gefällt viel Papier, aber das ist wirklich, glaube ich, für mich das Allerschönste. Ich liebe dieses Papier. Und ich finde es auch total schön, dass es so schlicht ist. Ich mag das gerne, wenn Papiere schlicht sind und wenn man die dann so schön, wenn man auch so zeitlos das nutzen kann. Ihr habt also hier auch Blüten dabei und die könnt ihr natürlich auch kolorieren mit den Blends zum Beispiel oder auch mit Aquarellstiften. Und ich zeige euch hier immer, wie gesagt, Vorder- und Rückseite. Die Rückseite ist jetzt hier sehr schlicht. Ich hoffe, ihr könnt das Muster erkennen. Das ist wie so Pfeile gestrichelt. Hier haben wir so ein, ich halte es auch mal nach hin, wie so, also ein bisschen so ein Muster. Vielleicht wie so eine bisschen Steinplatte oder so. Hier wieder ein wunderschön, ganz tolles Blütenmotiv. Also das ist traumhaft schön. Ich liebe dieses Papier. Hier haben wir nochmal diese Pfeilart, etwas größer. Erkennt man jetzt auch besser in der Kamera. Hier nochmal wunderschön. Also die Blüten sind einfach toll. Und die kann man zum Teil, glaube ich, auch ausstanzen mit den Stanzformen. Ich muss mal gucken, ob das drauf passt. Ich glaube, die größeren müssten funktionieren. Einmal. Hier in der Blütenrosa gehalten. Also Blütenrosa und Granit ist einfach eine tolle Kombi, gefällt mir schon lang sehr gut und ist jetzt wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt das perfekte Papier. Nochmal schöne große Blüten. Nochmal zum Kolorieren oder auch so belassen. Ist natürlich auch sehr schön. Großblütrig, blütig und dann noch so eine Marmoroptik. Genau, also wirklich ein ganz, ganz wunderschönes Papier. Ich bin total begeistert von dieser Reihe und ich freue mich richtig fest, mit der zu arbeiten. Und die Blüte habt ihr gesehen, die ist einfach ein Traum. Okay, weiter geht's. Die nächste Produktreihe, in die ich mich sofort verliebt habe, ist die Produktreihe mit dem Wal. Ich fand die so, so süß und ich bin auch total begeistert von dem wunderschönen Papier. Und ich zeige euch jetzt erstmal den Hauptdarsteller, würde ich sagen. Also einmal das Stempelset. Fantastisch. Total süß mit dem Wal, mit der kleinen Turtle und mit dem kleinen Seepferdchen. Also es ist total schön. Und ich finde auch die Schrift ist total cool. Ein Schwarm. Lieber Wünsche zum Geburtstag. Ist total süß, oder? Kann man das super kombinieren. Kann man auch für Erwachsene nutzen. Das muss nicht unbedingt für Kinder sein. Das finde ich auch für Erwachsene schön. Und hier ist dazu der passende Wal. Den kann man also super schön ausstanzen. Und der hat auch so noch ein paar Einzelteile dazu. Da muss ich euch ganz kurz den Katalog zeigen, weil auch hier, ich finde der Wal, der spricht für sich. Ich finde den total schön. Ich habe mir nur keinen Einmarker reingemacht. Also hier ist die Idee dazu aus dem Katalog. Hier der kleine Wal mit den Wassertropfen oben. Also ich finde den total süß. Da freue ich mich schon richtig drauf, mit dem zum Arbeiten. Dazu gibt es ein wunderschönes Papier. Das ist in Aquamarin. Und ich glaube, ich nutze nochmal meinen Karton, meinen Farbkarton, dass ihr das besser seht. Das schimmert auch wieder so wunderschön und es ist ein bisschen breiter als das Band in Granit, das wir eben gesehen haben. Und es ist, also es schimmert und ist sehr durchsichtig. Also das ist einfach ein tolles, ja, passt wirklich super zu der Reihe und in Aquamarin sehr zart, sehr elegant, finde ich super, super schön. Dann ist bei der Reihe dabei wieder eine Prägeform. Ich zeige euch die mal wieder so. Meeresgrund heißt die und es ist eine große Prägeform und die hat hier wirklich so richtig schöne Unterwasserwelten mit Seestern und mit ganz vielen Pflanzen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Also das finde ich auch eine tolle tolle Prägeform. Dann sind dabei so kleine Paletten, Meereswelt heißen die. Die mache ich mal eben kurz auf, damit ihr das seht. Hier ist schon mal eine kleine Muschel. Seht ihr das? Zwei kleine Muscheln. Und eben ganz viele bunte Paletten, die richtig schön schimmern. Man kann tolle Schüttelkarten damit machen und man hat eben auch nicht nur Paletten, sondern eben auch diese kleinen Muscheln dabei und das ist halt total süß. Also auch wieder toll. Super auch für Kindergarten, da bin ich mir sicher. Und jetzt kommen wir zum Papier und ich finde, es ist irgendwie immer eine Überraschung, wenn man Papier bestellt,
und es dann vor sich hat. Ich zoome euch da nochmal kurz ein bisschen näher, dass ihr das wirklich gut erkennen könnt. Weil ich finde, das ist irgendwie immer ja, wie eine Überraschung, wenn man das dann eben vor sich liegen hat. Und ich lege euch das jetzt mal. Entschuldigung, jetzt bin ich doch nicht im Bild. Ich habe euch schon Vorder- und Rückseite sortiert. So, glaube ich, könnt ihr das ganz gut sehen. Ihr habt davon immer vier Seiten in einem Paket. Und zeige euch die jetzt einfach mal so. Also das ist die Vorderseite und das ist die Rückseite. Hier diese tollen Wale. Also ich finde die wunderschön. Und die sind auch so süß, die kleinen Turtles. Oh. Dazu wieder ein toller Hintergrund. Diese Unterwasser-Meereswelt in ganz grün gehalten, also auch ein bisschen schlichter. Dann wieder, also mit Walfisch wäre das auch super süß. Hier kann man den Wal auch ausstanzen, glaube ich. Hier haben wir den kleinen Krebs und ein bisschen so Meeresgrund. Dazu auf der Rückseite schön ein roter Hintergrund. Auch tolle Farben irgendwie. Also ich bin ganz angetan von dem Papier. Und natürlich die Turtles. Ich habe da lustigerweise noch mehr Seiten drin, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Ach schade, ich dachte, ich hätte da mehr Seiten. Ich habe das nur falsch sortiert. Rückseite ist wieder sehr schlicht gehalten. Und Vorderseite hier mit diesen süßen Turtles, die in der Mitte schaut sogar nach vorne. Die kann man natürlich auch ausschneiden und dann auf die Karte bauen. Dann haben wir hier die Seepferdchen und auf der Rückseite die Wellen. Die kann man auch toll als Hintergrund benutzen. So ein bisschen eher ins Grünliche gehend. Die kommen nachher nochmal in den Blauton. Hier haben wir wunderschöne Quallen. Also Quallen sind ja an sich jetzt nicht unsere Lieblingstiere wahrscheinlich, aber die schauen ganz toll aus. Schauen ja in echt auch wunderschön aus, aber hier mit Farbe gestaltet, total toll. Wieder ein sehr schöner, dezenter Hintergrund. Sehr schön. Nochmal die tollen Wale zum Ausstanzen. Genau. Und hier habt ihr dann eben den Kontrast zu den bisschen grünlicheren Wellen. Hier sind sie nochmal mehr in Blautönen. Auch sehr schön. Das ist auch ein toller Hintergrund, finde ich, für eine Karte. Da ist auch ein Beispiel im Katalog. Der hat mich auch gleich angesprochen. Sehr schön, oder? Auf der Rückseite wieder schlicht. In Rot gehalten. Ich glaube, es ist Ziegelrot. Da sind sehr viele Farben drin in dem Paket. Dann haben wir hier ein paar kleine süße Fische. Ein paar Wasserpflanzen, die sich hier so schlängeln. Auf der Rückseite. Dann wieder die Fische vom Anfang. Die sind jetzt hier eben eher in so einem. Das ist die neue Inkala Aventurin, würde ich sagen. Die waren vorher eher in so einem, könnte Hummelgelb gewesen sein. Ich weiß nicht genau, ob da Hummelgelb drin ist in dem Set. Ganz am Anfang. Und hier haben wir nochmal eine Unterwasserwelt. Einfach schön. Also ich finde das wirklich total toll. Das ganze Produktpaket und eben auch das Designerpapier. Und der Wal ist natürlich, der ist natürlich mein großer Freund. Ich freue mich total auf den, mit dem zu basteln. Und die nächste Produktreihe, die ich mir nochmal komplett gegönnt habe oder gekauft habe, das ist diese Produktreihe Ewiges Grün. Und die ist wirklich auch zauberhaft schön. Ich zeige euch jetzt als erstes mal das tolle Stempelset. Also das Stempelset ist wieder so ein Stempelset, das wirklich so tolle Tiefen hat, auch beim Abstempeln. Es ist ein Gummistempelset und passend dazu gibt es ein wunderschönes Stanzset, auch ein sehr großes Stanzset mit ganz vielen Teilen. Teilweise kann man eben die Stempel kann man alle. Die Blätterstempel kann man alle ausstanzen. Man kann aber auch zum Teil was aus dem Designerpapier ausstanzen oder auch so. Also nur Zweige kann man mit dem Stanzset auch super machen. Und was mich da ganz besonders begeistert hat, auch im Katalog, man hat ja bei dieser Reihe immer erstmal das Grün im Kopf. Aber ganz hinten, ich suche mir das mal schnell her. Ganz hinten sieht man hier im Katalog, das ist jetzt die Seite 175, auch die Idee, das Ganze mal in ganz anderen Farben zu machen. Also man muss es nicht in Grün halten und das hat mich eigentlich total überzeugt. Ich finde das Grün wunderschön, ganz klar, das ist total elegant. Aber man kann das natürlich auch in diesen tollen, frischen Farben, bunten Farben gestalten und da fand ich diese Karte wunderschön und die werde ich auf jeden Fall nachbasteln. Und auch so ein bisschen in diesem Farbkonzept auch mal ein bisschen rausgehen aus dem Grün. Aber wie gesagt, das Grün ist wunderschön, das ist total toll. Und passt auch super zu dem Gold. Und da gibt es jetzt hier diese tollen Bänder dazu. Einmal in Gold und einmal in diesem, ich würde sagen, das ist eher so Vanille pur Optik. Das Goldband, das kann man hinten auch auffädeln, dass man so einzelne Streifen hat. Seht ihr das? Da könnte man natürlich auch super dieses Garn von mir ersetzen, das ich immer so gerne in meinen Videos mache oder in meinen ganzen Projekten mache.
Und hier hat man eben so ein ganz weiches, zartes, feines Band dazu. Sehr, sehr schön. Sehr elegant. Dazu kommen diese tollen Goldreifen, die man auch super auf Projekte aufbringen kann. Ich hole da mal einen raus. Im Moment sind die gerade auf Nachlieferung, also die sind sehr beliebt. Und meine Hand kriegt es nicht, obwohl ich wirklich eine schmale Hand habe. Aber die kann man ganz toll auf Projekte verwenden. Und ich habe auch schon eine super Idee, was ich damit machen könnte. Mal gucken, ob das klappt. Aber das brauche ich unbedingt. Und eben auch in Gold. Ist echt schön. Dann gibt es dazu ganz tolle Prägeformen. Die packe ich mal nochmal schnell aus, dass ihr das seht. Blattgrün heißen die Prägeformen. Und das sind zwei kleine Prägeformen. Ihr seht sie jetzt hier vom Muster. Eine ist komplett mit Blättern überzogen und eine hat eben nur oben und unten. Ich nehme nochmal mein Hilfspapier zur Hilfe. Sieht man es da besser? Ja, oben und unten diese tolle Blattform. Kann man auch so rum verwenden. Und falls ihr euch wundert, die sind natürlich schmaler als die normalen Stanzformen, die normalen Prägeformen. Die sind eigentlich auch schon für die Mini-Stanz- und Prägemaschine gedacht, die es im Moment leider noch nicht gibt. Wir haben noch keine genauen Informationen, aber wir hoffen, dass wir bald was Näheres wissen, wann es denn die neue Stanz- und Prägemaschine zu kaufen gibt. Aber die passen in die, natürlich in die große und natürlich auch in die kleine dann eben rein. Und sind auch sehr, sehr schön. Dann gibt es dazu ein besonderes Designerpapier, ewiges Gold heißt das Ganze. Und das ist wirklich besonders. Und zwar versuche ich das jetzt mal ganz vorsichtig hier rauszunehmen. Habt ihr hier zwei verschiedene Designs? Insgesamt sind es vier Blätter. Und habt hier schon so diese ganzen goldenen Elemente ganz zart und fein ausgestanzt. Die kann man einfach so rausdrücken und kann es dann super in den Hintergrund bauen von tollen Karten. Und das ist wirklich wunderschön. Das ist mal das eine Design. Und dann gibt es noch das zweite Design. Ah, ich glaube, ihr habt drei Blätter von jedem. Ah, genau, es sind, glaube ich, sechs Seiten. Ich muss nur gucken, dass ich euch die unterschiedlichen Seiten. Es sind sechs Seiten mit je zwei Designs eben. Und hier ist dieses andere. Das kann man also als komplettes Design aufsetzen, in eine Karte einbauen. Hier könnte man einfach nur einen Unterleger machen, ein schönes Etikett drauf und schon hat man eine ganz, ganz tolle Karte. Und man kann die natürlich auch von der Rückseite benutzen, da sind sie weiß. Wenn einem jetzt das Gold gerade nicht auf die Karte passt, weiß passt eigentlich fast immer. Also wunder, wunderschön. Und dann ist in dieser Produktreihe nochmal ein ganz, ganz tolles Designerpapier dabei. Das zeige ich euch jetzt auch wieder. Ich habe es auch wieder sortiert von vorne und von hinten. Kann man natürlich auch hochkant nehmen, die Streifen. Alles in Grüntönen gehalten. Hier mit dem Farn. Das finde ich auch total schön, so ein Papier. Also wie bei dem ersten Papier, das ich euch gezeigt habe. Einfach für Hintergründe und es ist einfach schlichter auch. Und dann kann man es teilweise ja auch ausstanzen mit den Stanzformen. Oder wer ganz fleißig ist, auch ausschneiden natürlich. Also ganz unterschiedliche Grüntöne. Ganz toll. Und zum Teil ist auch ein bisschen Pfauengrün drin. Pfauengrün ist jetzt für mich eher eine blaue Farbe, eher ein blauer Farbton. Aber im Namen steckt natürlich Grün. Aber so, man sieht ja, jeder sieht ja die Farben unterschiedlich. Das finde ich auch total schön. Wow. Also wirklich ein wunderschönes Designerpapier. Das Ganze nennt sich Ewiges Grün wahrscheinlich. Ja, Designerpapier Ewiges Grün und ich finde die ganze Produktreihe wirklich ein Traum. Kann ich mir auch super vorstellen für Hochzeitskarten zum Beispiel. Ganz schön. So, und jetzt geht es weiter mit so einzelneren Komponenten, sagen wir mal. Also ich habe viele Produktpakete noch vor mir liegen, die ich euch zeigen kann. Und ich habe auch manchmal noch ein bisschen mehr bestellt. Das zeige ich euch jetzt einfach. Aber jetzt kommen keine kompletten Produktreihen mehr. Das waren jetzt meine einzigen. Okay, also ich habe einmal das Stempelset Tierisch. Süße Grüße bestellt, weil ich das total süß finde. Man hat hier mehrere Stempelschichten, die man übereinander machen kann. Mit dem Gesicht dann ganz oben, mit einem Einhorn, mit einem ganz süßen Schäfchen, mit Schmetterlingen und so. Das ist halt ein Kinderset einfach. Was ich auch sehr schön finde, sind die Schriftarten. Dickes Dankeschön, Geburtstagsgruß, lass dich knuddeln, ist auch total süß. Hip, Hoppo, Hurra, ist natürlich auch total cool mit dem kleinen Hippo dann drauf. Und ja, du hast es geschafft mit dem Schäfchen. Also kann man auch für andere Gelegenheiten nutzen, nicht nur für Kinder, aber finde ich total süß. Dazu gibt es auch wunderschöne Stanzformen. Einmal natürlich die Tiere ausgestanzt und einmal ganz tolle Etiketten wieder. Auch unterschiedlich von der Art. Einmal haben wir diese bestickten Ecken oder bestickten Stanzformen. Einmal so
gepunktete Stanzformen. Ich halte euch mal näher. Und einmal hier so gerahmte Stanzformen, würde ich sagen. Also noch ganz, ganz edel, total schön. Super schöne Stanzform, finde ich das. Und man hat hier noch so zwei Ösen, die man ausstanzen kann, die wo man dann zum Beispiel an das Etikett hinmachen kann und dann kann man ein Band hinten durchfädeln und dann an der Seite noch eine Schleife binden. Also finde ich auch ganz toll und habe ich mich total gefreut über dieses Set. Das nächste Set ist so ein Blumenset natürlich wieder, ganz klar, aber das kann man auch in drei Schichten bestempeln und das hat mir im Katalog auch sehr gut gefallen. Also wir haben quasi die Grundblüte, dann ein Mittelteil und dann noch eine kleine Innenblüte drauf. Also man kann die mit drei verschiedenen Farben unterschiedlich hell stempeln und das hat mich irgendwie sehr angesprochen. Das ist ein Klarsichtstempelset, das ist natürlich super, weil man muss dann natürlich genau positionieren, wenn man das übereinander stempelt. Und dazu gibt es auch ganz tolle Stanzformen, damit man dann die Blüten nicht ausschneiden muss mit der Hand mühselig, Gott sei Dank. Und was ich auch total schön finde, ist dieser Hintergrund, diese Hintergrundstanzform. Und die könnte man natürlich auch so zuschneiden, denke ich mal, müsste ich mal ausprobieren, dass man hier so lauter kleine Vierecke hat. Kann man natürlich auch noch anders weiter verwenden. Und ist auch sehr elegant, könnte ich mir auch super für eine Hochzeitskarte zum Beispiel wieder vorstellen. Also alles Schöne und Gute heißt das Ganze. Und die Stanzformen nennen sich, ich packe das nachher ein, die Stanzformen nennen sich Fantastisch Floral. Das nächste Set ist auch ein ganz schön großes Set. Also wir haben einmal einen Stempel, Blumengruß nennt sich das Ganze. Wir haben hier einen sehr großen Blumenstempel, den man quasi auf einmal aufträgt. Bei mir ist hier die Hülle irgendwie kaputt gegangen anscheinend. Die war beim Versand schon kaputt. Ich kann sie nicht mehr zumachen. Aber ihr seht hier, dieser ganze komplette große Stempel ist also ein einziger Stempel. Dazu gibt es schöne Sprüche in einer schönen Schrift. Die Schrift ist auch super auch für Männer geeignet, finde ich. Und einfach auch sehr, also sehr schön zum Beispiel auch auf dem Etikett. Oder gerade abgeschnitten und hinten und vorne ein bisschen abgeschrägt oder ein Fähnchen gemacht. Ich mag das immer gerne, wenn man so schmale Sprüche hat auch. Den kann man super noch irgendwie unterbringen auf der Karte. Und die Stanzformen dazu, die sind sehr, sehr groß. Das sind jetzt hier also jeweils drei Stanzformen und man kann die so übereinander legen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, das ist auch im Katalog ein schönes Beispiel, dass man einfach die beiden Stanzformen in unterschiedlichen Farben ausstanzt und dann übereinander legt. Dann hat man nochmal eine weitere Füllung. Und als dritte Schicht könnte man sogar noch unten rein eben diesen Stempel setzen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, mit dem zu arbeiten und ich finde es total schön. Ist halt schon sehr blumig heute bei mir, gell? Bis jetzt, glaube ich, waren schon viele Blumen dabei. Blumen kann man immer brauchen. Ein Set, das ich euch schon gezeigt habe, ist das Set Zauberhafte Grüße. Das habt ihr schon gesehen, da gibt es auch schon Ideen von mir dazu. Ich verlinke euch mal das Video hier oben. Wir haben da eine Box gebastelt und auch Kartenideen habe ich euch damit schon gezeigt. Die Zauberhaften Grüße haben für mich wirklich eine bombastisch schöne Schrift. Ich finde die ein Traum. Auch die Hintergründe sind sehr schön, aber die Schriften, die haben es mir sehr angetan. Und was ich super finde, ist, dass da ein Einladungsstempel drin ist. Und für immer und ewig, also man könnte da auch tolle Hochzeitskarten dazu machen. Zusammen ist alles schöner. Also da hat man wirklich großes Potenzial, finde ich, für Hochzeitskarten. Auch Hochzeitseinladungen. Und dazu gibt es eben diese ganz, ganz tolle Stanze, bei der ihr gleich, also XX Formen habt. Ihr könnt es in 1,3, in 1,9 und in 2,5 cm ausstanzen und sogar ihr könnt es auch in 3 cm machen, also 3 cm breite Streifen. Da müsst ihr aber ein bisschen, also die müsst ihr dann hier oben so drüber schieben, da habt ihr dann keine Führungsschiene dazu, aber es geht. Also es ist wirklich eine tolle Stanze und man hat eben hier diese unterschiedlichen Ränder. Super schönes Set. Fand ich von Anfang an total schön und wie gesagt, da habt ihr schon ein bisschen was gesehen von mir. Die nächste Produktreihe, die ich euch zeigen möchte, also ich habe nicht alles aus der Produktreihe bestellt, aber schon recht viel, nennt sich Geschmackvoll gestaltet und die finde ich auch wunderschön. Also zum einen, die Blüte hat es mir total angetan, die hat mich gleich geflasht. Das ist eben das Stempelset und was ich da auch ganz, ganz toll finde, sind dieser und dieser Stempel und dieser Stempel. Also die Schrift ist jetzt so nicht ganz unbedingt meins, ist ganz so gut, aber jetzt nicht. Die zauberhaften Wünschesprüche gefallen mir viel besser vom Design, aber die Hintergrundstempel haben es mir hier sehr angetan. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal, damit ihr das auch seht, diese tolle Feder aufgestempelt auf dem Holzpapier. Und das ist wirklich ein Traum. Ich finde, das macht sich total gut. Es ist einfach so eine kleine Tüte, die ich da gebastelt habe. Hier habe ich den Spruch, wie gesagt, aus den zauberhaften Grüßen, aber die Etiketten schon aus diesem Set und auch die Blüte aufgestempelt und ausgemalt und ausgeschnitten. Hier seht ihr mal die Etiketten, die eben zu den
Stempelset dazugehören. Die sind ganz besonders, weil die ganz unterschiedliche Umrandungen haben. Also es ist nicht nur bestickt, so wie wir es jetzt viel kennen, sondern es ist auch eben diese besondere Rahmung hier oder auch hier unten auch nochmal ein neues Design. Und sehr, sehr schöne Formen und die passen natürlich auch super übereinander. Und ein Fähnchen habt ihr auch dabei. Ganz süß. Also die habe ich hier jetzt zum Beispiel schon mal benutzt. Vielleicht seht ihr das dann schon ein bisschen, wie das so aussieht. Genau. Und was da auch ganz, ganz toll ist, ist das Designerpapier, das es da dazu gibt. Und das zeige ich euch jetzt natürlich auch. Das Designerpapier heißt ganz mein Geschmack und das ist es eigentlich auch. Also was ich total schön finde immer, sind diese Holzdesigns. Wir hatten ja mal dieses kleinere Holzdesign und so Hintergründe finde ich sind immer super, weil es eben auch perfekt, ja, in Hintergrund eben passt, wie man schon so schön sagt. Das finde ich auch toll. Das ist wie so ein Stoffmotiv. Also es sind diesmal nicht nur Holzsachen, sondern wie ihr auch seht hier so Mauersteine, auch wie so eine Textur an der Wand, so eine Wandtextur. Sowas hatten wir auch schon in dem Designerpapier mit den Seerosen. Das fand ich auch total schön. Hier wieder ein wunderschönes Holzdesign. Hier die Fliesen, das finde ich auch super. Das sind so Kacheln, wie früher in den Küchen auch. Also auch wunderschön und wäre auch ganz toll für so eine Vintage-Karte geeignet. Hier haben wir wie so kleine Mauersteine. Und hier ist auch ein ganz toller Hintergrund, so Granit. So ein großer Stein, dann wieder so ein bisschen Stoffdesign. Habe ich am Anfang gedacht, naja, ist jetzt nicht so meins, aber wenn ich es jetzt so anschaue, finde ich es total schön. Kann man, glaube ich, super auch toll verbauen, die ganzen Designs hier. Hier wieder so eine Art Fliesenspiegel, würde ich sagen. Auch sehr interessant vom Hintergrund. Ja, das ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack, aber ja. Egal, es gibt ja auch eine Rückseite immer dazu. Hier haben wir nochmal auch wie so eine Wandmauerung. Die sind ja auch sehr modern, gerade diese Mauern, die so ein bisschen nach innen und nach außen gehen, also auch mit Tiefeneffekt. Dann haben wir nochmal eine Wandtextur, würde ich sagen. Eine Spachteltextur. Hier auch nochmal in Blauton. Das sieht auch toll aus. Das kann ich mir auch super vorstellen. Könnte man auch auf eine Weihnachtskarte machen. Oder auf eine Kuchenbackkarte. Mal sagt der Kuchenbäckerin, arbeitet mit Sahne so. Hier ist auch nochmal so ein Stoffdesign. Und dann noch einmal eine Holzvariante. Und das finde ich auch toll. Schön, auch wieder so Stoff. Muss ich euch von Namen auch zeigen. Das wirkt auch in der Kamera ganz gut. Hier nochmal die süßen Fliesen, die sind auch toll. Finde ich total witzig. Und nochmal eine Mauer. Und falls ihr euch wundert, in diesem Papier sind wirklich ganz, ganz viele Papiere dabei. Das ist auch ein bisschen teurer. Aber das sind 24 Blatt. Und wirklich, ihr habt es gesehen, wunderschöne Designs. Gerade das Holz. Ach, toll. Finde ich super. Die nächste Produktreihe habe ich auch fast komplett. Aber nicht ganz. Da fehlt noch das große Designerpapier. Das habe ich nicht dazu bestellt, weil ich das Kartensortiment bestellt habe. Das Ganze ist Wunderbare Welt der Abenteuer. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem Pflegefolder. Antikes Papier nennt sich der und der sieht wirklich mächtig aus. Also der hat mich im Katalog schon total angesprochen, den finde ich ganz klasse. Ich gucke mal wieder nach meinem grauen Papier, dass ihr das besser seht. Also der, ich glaube, der macht sich richtig gut auf Karten. Ich bin da sehr gespannt darauf, mit dem zum Arbeiten und da habe ich mich richtig drauf gefreut auf den. Dazu gibt es ein tolles, ich mache jetzt hier mal mit dem Band weiter. Machen wir erstmal das Band. Das Band ist ein Band in Wildlederoptik. Glaube ich, so heißt, oder? Ja, genau. Und es fühlt sich super an und ist wirklich so in diesem Wildlederoptik. Und was ich da toll finde, ist, dass dieses Band kompatibel ist mit diesen Schiebeakzenten, Eck- und Schiebeakzenten heißt es, glaube ich. Also man kann es hier durchfädeln und dann kann man zum Beispiel so einen süßen kleinen Schulranzen basteln. Oder eine Gürtelschnalle. Also ihr habt hier diese tollen Schnallen und diese wunderschönen Ecken dazu. Die Ecken sind ganz toll auch für Vintage-Projekte geeignet, finde ich. Und die gibt es eben speziell dazu. Da sind drin, wie viele Teile sind das Ganze? 30 Stück und nennt sich Eck- und Schiebeakzente in Antikoptik. Sehr cool. Man kann auch diese Ecken andersrum aufkleben, dann haben sie kein Muster drauf. Wenn euch das dann für die Karte nicht ganz passt, wäre das ein bisschen schlichter. Dann gibt es hier im Hintergrund ein Messingpapier, ein Folienpapier, wo man auch super hier diese ganzen Globusteile austanzen kann. Das zeige ich euch gleich. Das Stempelset natürlich.
Wunderbar der Welt mit den Globussen drauf, mit der Feder und dem Füllhalter. Das finde ich auch toll. Das finde ich was Besonderes. Kleiner Kompass. Und dazu gibt es wunderschöne Stanzformen. Die meisten passen natürlich auf die Stempel dazu, aber es gibt auch speziell zum Beispiel diesen Halter für den Globus. Entschuldigung, jetzt war ich nicht ganz im Bild. Den Schnörkel. Hier gibt es eine tolle Schrift, die man reinprägt mit der Stanze. Und hier nochmal so ein Randelement, wo man toll machen kann. Also das finde ich, passt wunderbar zusammen. Und dazu gibt es eben dieses tolle Kartensortiment. Und die Kartensortimente, da bin ich auch immer anfällig dafür, da komme ich auch immer nicht drum rum, weil ich einfach das toll finde, zum Beispiel mit den Stickern. Da hat man so Sticker drauf, die kann man dann gleich aufs Projekt machen. Super geeignet für kleine Mini-Alben, weil man da einfach schon viel Deko fertig hat. Hier so schöne Etiketten. Nochmal Fähnchen. Ist natürlich in Englisch, die Schriften, aber die kann man ja zum Beispiel auch in Deutsch machen. Dann gibt es tolle Karten dazu. Die sind jetzt alle mit diesem speziellen Messingpapier und auf der Rückseite weiß. Hier die schönen Weltkugeln, Schriften, tolle Farben natürlich. Das sind die neuen Incolor-Farben natürlich auch sehr gut verarbeitet. Einmal Zimt und Abendblau. Schön, oder? Hier mit Espresso im Hintergrund, das gefällt mir auch total gut. Und hier mit dem schönen Grün. Also es sind ganz, ganz tolle Karten. Dann hat man hier so kleine Karten. Auch hier habe ich so gemacht, dass ich euch die schon sortiert habe. Ich mache jetzt erstmal die großen. Es ist immer Vorder- und Rückseite. Also die sind jetzt eben, wie gesagt, beidseitig. Und die mit den speziellen Papierfolienaufdruck, die waren eben nur einseitig. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen schneller drüber. Schriften natürlich zum Teil, aber da, wenn einem die Schrift nicht gefällt, dann nimmt man halt die Rückseite. Oder wenn die jetzt gerade nicht passt oder man lieber das in Deutsch hätte. Also da habt ihr auch schöne Möglichkeiten, gerade auch für ein Mini-Album. Ich habe auch schon eine Anfrage bekommen, ob ich nicht ein Mini-Album nochmal anders gestalten könnte. Und ich überlege, ob ich das mit diesem Kartenset nicht einfach mache, weil es zum einen natürlich perfekt passt, das ist dann maritim. Und zum anderen könnte man das auch super für einen Mann verwenden. Und mit einem Kartensortiment hat man einfach schon viele Teile und viel Arbeit sich erspart, wenn man die ganzen Sticker und so verwendet. Ich kann euch mal das Mini-Album, das ich meine, hier oben verlinken unter dem weißen i. Das habe ich auch mit so einem Set gemacht. Ja, Vorder- und Rückseite habe ich hier schon natürlich. Weltkarten viele. Widersprüche. Einsteckkarten, super. Könnt ihr natürlich auch für jede Karte als Hintergrund nutzen. Wenn ihr hier zwei übereinander legt, die vom Design passen, unten noch einen schönen Spruch drüber und schon habt ihr eine tolle Kartenrückseite gestaltet. Der sieht auch toll aus. Vintage-Karte, denke ich hier. Auch schön. Vielleicht für jemand, der positiv in die Zukunft blickt, eine schöne Kartenhintergrund. Schrift ist auch immer toll, das finde ich auch sehr schön. Das Zimtfarben gefällt mir auch sehr gut. Das zeige ich euch auch gleich, habe ich natürlich auch bestellt. Genau. Also so ein Kartensortiment, das finde ich immer super praktisch. Hier noch ein bisschen zum Notizen machen, nochmal in Zimt. Das ist auch toll, schön. Nochmal ein Globus, Weltkarte, Füllfederhalter und und Feder. Meine Güte, dass ich noch rauskriege. Also auch wieder ein super tolles Set, wo ich mich sehr darüber freue. Weil ich es ganz kurz angerissen habe, die Zimtfarbe ist eine der neuen In-Color-Farben und da habe ich mir einmal dieses wunderschöne Band bestellt. Die gibt es natürlich in jeder In-Color-Farbe. Ein Stempelkissen und dazu das passende Papier. Und dann kam ein Paket noch mit Magenta als Stempelfarbe. Das muss ich wahrscheinlich wieder zurückschicken. Das habe ich eigentlich gar nicht bestellt, aber es ist natürlich eine tolle, knallige Pinkfarbe. Gefällt mir jetzt schon, wenn ich sehe, ganz gut. Okay, das ist natürlich immer schwierig. Ja, also jetzt kommen wir zur letzten Reihe, wo ich ein bisschen mehr als das normale bestellt habe, sagen wir mal. Also Produktreihe kann man jetzt da nicht sagen, weil natürlich einiges fehlt. Aber die Sachen, die ich hier bestellt habe, die zeige ich natürlich. Einmal dieses tolle Stanzglas, das Einmachglas. Das ist eine super schöne Stanze. Passend zu einem wunderschönen Stempelset, das man ganz toll kolorieren kann. Das ist ein Klarsichtstempelset und ihr habt hier wieder die Möglichkeit, die Stempel zum Teil hinten und vorne zu benutzen, dass ihr das für Füllung verwenden könnt oder eben für das Gestrichelte. Und die Blumenmotive sind auch einfach total schön zum Ausmalen. Was ich da super schön fand, ist, dass es dazu so kleine Einmachgläser gibt, die man auf die Karte machen kann, wie diese Schneekugel.
Und die kann man dann füllen mit Perlen oder mit anderen Sachen und kann die dann als Schüttelkarte verwenden. Oder zum Beispiel könnte man auch Blumensamen reinmachen vielleicht. Also da, glaube ich, findet man immer was, was man da mit unterkriegen kann. Übrigens, meine Teammädels und ich haben euch in meinem neuen Teamgeist-Video auch neue Ideen mit neuen Produkten gezeigt. Da ist auch eine Schüttelkarte dabei und schaut da doch gerne mal vorbei. Dann bekommt ihr auch gleich mal ein paar Ideen, was man mit den ganzen Sachen zaubern kann. Dann habe ich ihr jetzt keine Produktsets mehr, sondern einfach nur Stempelsets, die mir total gut gefallen haben. Einmal dieses Stempelset, da muss ich sofort an diese wunderschönen Hände, an eine Hochzeitskarte denken. Aber auch die anderen Motive sind sehr, sehr schön. Die Schrift ist toll, leider in Englisch, aber ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Stempelset und ich freue mich darauf. Es ist ein Gummistempelset. Und habe ich auch schon Ideen natürlich dazu. Dann perfekter Moment, finde ich auch ganz, ganz toll. Ist ein Klarsichtstempelset, wo man wirklich wunderschöne Sonnenuntergänge stempeln kann. Und was ich hier auch ganz besonders schön finde, sind die Sprüche. Einfach schick dir Sonnenschein, einatmen, ausatmen, entspannen. Wenn du die Zeit genießt, ist der Moment perfekt. Ich finde, das kann man ganz oft verwenden und einfach mal eine kleine Freude schenken mit einer schönen Karte. Dann habe ich hier das Stempelset Waldspaziergang. Natürlich der kleine Igel hat gleich überzeugt. Aber auch hier finde ich, dass die Sprüche wunderschön sind. Und auch die Schrift ist sehr toll. Und ja, viel Glück für dein neues Abenteuer ist vielleicht auch ein Spruch, den man nicht so hat. Oder die Welt braucht mehr von deiner Art. Einfach schön, vertraue darauf, alles wird gut. Mit dir steht die Zeit still. Danke, du bist einfach fabelhaft. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Finde ich sehr, sehr schöne Sprüche. Ist auch wieder ein Gummistempelset. Und auch wirklich toll, vor allem auch für den Herbst natürlich mit den Pilzen. Allein die Pilze auf eine Karte stempeln, einen schönen Spruch drüber. Fertig. Ganz toll. Dann habe ich mir hier noch Stanzformen bestellt. Und zwar heißt es bunter Buchstabenmix, heißt das Ganze. Stanzformen-Buchstabenmix. Diese Stanzformen sind einfach total super, weil man die einfach immer einsetzen kann. Also ein Alphabet zu haben und auch noch die Zahlen dazu und auch noch Zeichen in einem kann man ganz oft verbrauchen. Und die Buchstaben sind von der Höhe her ungefähr so 2 cm. Genau. Also die meisten sind ungefähr 2 cm hoch. Also man kann die auch super auf eine Karte unterbringen und kann dann auch mal ein bisschen längere Wörter mit denen schreiben. Fand ich total schön und finde ich toll, dass das alles in einem ist mit Buchstaben und Zahlen und Zeichen. Sehr praktisch. Dann noch ein Set, das ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Das konnte man ja schon längere Zeit bestellen. Das ist dieses Gartenset. Und da habe ich mir diese wunderschönen Stanzbordüren bestellt. Das ist einmal die dekorativen Bordüren. Die haben es mir schon ganz von Anfang an angetan. Und ich, ja, finde die einfach total schön, weil die man super in eine Karte einbauen kann. Haben wir auch eine ganz tolle Karte in Teamgeist gesehen als Beispiel. Dazu gibt es dieses Blütenmeer 3D-Prägeform. Auch ganz toll. Und dann habe ich mir auch noch zwei weitere Prägeformen bestellt. Einmal die Schreibschrift und einmal die Pusteblume. Die Schreibschrift, die glaube ich, ist sogar schon ein bisschen älter. Die kann ich mir auch sehr gut auf Hintergründe super toll vorstellen. Und die Pusteblume, ja, das war auch sofort. Das war eins von den Sachen, in die ich mich sofort verliebt habe. Pusteblumen sind eh wunderschön und oh, der ist toll. Da gibt es auch eine Idee zu einer Karte im Katalog, die ich unbedingt nachbasteln möchte. Also wahrscheinlich zeige ich euch eine Reihe mit vielen Kartenideen aus dem Katalog, die ich nachbastel, weil ich da viele Sachen total schön finde. Okay, dann habe ich noch eine Stanze. Das ist die Briefmarkenstanze. Rechteckige Briefmarke heißt die auch. Dazu gibt es auch noch ein Stempelset. Das ist jetzt bei mir noch nicht da, aber das kommt noch. Ist auch in Englisch, aber eine Briefmarke oder so eine rechteckige Stanze ist einfach total praktisch. Genau. Und es gibt Glitzersteine in Gold. Die habe ich mir noch mitbestellt, weil ich einfach hin und wieder einfach auch eine goldenen Glitzerstein haben möchte. Hier seht ihr es mal auf dem Projekt. Da passt das jetzt ganz gut. Dann gibt es neue Kleber. Das sind so Klebeschaumstoffbögen. Die sind also so hoch, wie die der Menschen ist. Und da kann man einfach komplette Sachen ausstanzen. Dann hat man ja zum Beispiel die Buchstaben schon mal hinterlegt und kann die in 3D aufs Projekt aufkleben. Da sind drinnen 6 Stück und die haben 11 mal 11,4 cm von der Größe. So, die brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich glaube, wir kommen schon sehr zum Ende. Wenn ich so um mich rumschaue, ist alles voll.
Ich habe mir noch was bestellt, was mir im Katalog als erstes fast gar nicht aufgefallen wäre und was ich euch noch zeigen wollte. Das sind diese, die Hülle jetzt nicht, das sind drei Bögen mit so Samtpapier. Besonderes Designerpapier oder besonderes Papier, Samtpapier heißt das, glaube ich. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber die sind ein bisschen dicker und vor allem die fühlen sich richtig toll an, wenn man da mal drüber streicht. Ich würde sagen, es ist Zimt, Lindgrün und Heideblüte. Aber wenn man da so drüber streicht, die fühlen sich wirklich toll an. Findet ihr ganz hinten im Katalog bei den Papieren. Und habe ich mir gedacht, die möchte ich mal ausprobieren, wie sich das so. Das ist eine tolle Haptik auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, das war's. Das ist wirklich eine riesige Bestellung. Ich brauche jetzt einfach Zeit und Ruhe, um mit den ganzen Sachen zu spielen. Und da freue ich mich richtig drauf. Ich finde wirklich ganz viele Sachen. Also ihr habt es ja gesehen, ich habe mich in ganz viele Sachen verliebt und ich habe auch schon ganz viele Ideen dafür und freue mich jetzt wirklich auf ein bisschen Ruhe für mich und zum Arbeiten mit den neuen Produkten. Das hier ist eben nur ein ganz schnelles Verpackungschen gewesen, dass ich, da habe ich ein kleines Geschenk reingebaut. Einfach mal ganz schnell zum Gucken, wie sich das Ganze anfühlt, wie man damit arbeiten kann. Genauso mit der Blüte. Also das sind alles nur so kleine, ganz kurze Probestücke gewesen, die ich jetzt mit den neuen Sachen machen konnte. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt erstmal alles, was es Neues gibt. Und es gibt ja immer noch ganz viel Neues im Katalog. Katalog ist einfach riesig, aber ja, vielleicht habt ihr da ein bisschen besseren Eindruck bekommen, gerade vom Papier oder auch von so kleinen Spezialsachen wie dem Sandpapier oder auch von den Buchstaben. Wie groß sind die eigentlich, wenn man es im Katalog vor sich sieht und nicht selber ausmisst und überlegt, wie groß sind die, dann ja, hat man da oft nicht so eine Vorstellung dafür. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern im Katalog. Wie gesagt, wenn ihr noch einen braucht, dann schreibt mich gerne an. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Wenn ihr Lust habt, natürlich in mein Team zu kommen, dann seid ihr auch ganz herzlich willkommen. Da freue ich mich natürlich auch drüber, über neuen Teamzuwachs. Und ansonsten war es das jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Stöbern, beim Bestellen, beim Loslegen und bei der großen Vorfreude aufs Paket. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.